Gemeinschaft und Solidarität waren mal Dinge, die die Deutschen ausgemacht haben. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde dieses rigoros von allen Seiten abgebaut. Die durchaus sinnvolle Gleichberechtigung hat nun zur Folge, dass man als Hausfrau blöd angeschaut wird, wenn man nicht schnell genug wieder arbeiten geht und seine Kinder dafür fremd erziehen lässt. Die antiautoritäre Erziehung, das Bildungssystem und die Formung durch Medien hat eine Gesellschaft der Weicher hervorgebracht, die lieber konsumiert als nachdenkt. Die Integrationspolitik wurde 2009 schon von allen Parteien als komplett gescheitert erklärt. Damals ging es um die bei uns lebenden Ausländer, die trotz vieler Jahre Integrierung in Parallelgesellschaften lebten. Es wurde von dem hohen Ausländeranteil in den Schulen gewarnt und den Folgen für die Gesellschaft. Statt damals etwas zu ändern, wurde alles in den letzten Jahren noch vielfach schlimmer. Und die Situation heute? Die Gesellschaft spaltet sich in Lager. Jeder ist sich seiner Meinung sicher und will natürlich jeden Unwissenden bekehren. Doch niemand redet mit dem anderen und versucht, dessen Meinung zumindest im Ansatz zu verstehen oder lediglich zu akzeptieren. Es wird nur draufgehauen mit Kommentaren, es wird geteilt und geliked, was das Zeug hergibt. Fehlinfos und Fakes, scheißegal, Hauptsache passt ins Weltbild. Weltbild. Fragt euch doch mal selber ganz ehrlich, wie eigenständig das eigene Weltbild ist. Wie sehr haben sich Ansichten geändert durch Facebook und Co. in den letzten Jahren? Jeder hier hat seinen ganz persönlichen Nachrichtenfilter laufen, der extern gesteuert wird. Alle Kontakte und deren Nachrichten, die angezeigt werden, laufen ebenfalls durch den Filter. Im Laufe der Zeit werden so eigene Meinungen gebildet, da ja immer mehr Verbindungen mit identischen Themen und Ansichten zusammengeführt werden. Damit schließt sich dann der Kreis der Verbündeten und wer jemand ist gegen die Gemeinschaft. Aber was bedeutet eigentlich heute noch Gemeinschaft? Der Durchschnittskonsument von ARD und ZDF liegt weit über 60. Dort wird man seit Jahren nur noch einseitig informiert und auf den anderen Kanälen im TV zeigt sich auch nur sporadisch die Wahrheit. Die Medien manipulieren die Massen mit immer neuen hochpropagierten Themen und keiner sieht mehr die wichtigen Probleme vor der Haustür. Vor 4 Jahren entdeckte man die Möglichkeit, die Mengen mit Angst und Propaganda zu lenken. Inzwischen kennt man die Wahrheit, aber man spricht nicht drüber. Zu groß die Schmach für alle Mitläufer und Verantwortlichen sei es drum. Karma regelt sowas irgendwann. Aber die Mechanismen blieben einfach. Sei es gegen den Kampf gegen Rechts, die Klimapolitik, Krieg und Frieden oder politischen Meinungsbildung. Man lässt euch wählen, um euren Wunsch anschließend mit den Füßen zu treten. Ein Trupp aus Verlierer vereint sich zu einer neuen Koalition und die Wahlgewinner werden ignoriert. Wie sehr kann man die Wähler an der Nase durch die Manege ziehen? Hey, aber was macht das schon? Die Demokratie muss hier rettet werden. Der geneigte Bürger mag sich fragen, was dann noch demokratisch ist, die Masse leider nicht. Die Masse merkt auch nicht, wie sie immer mehr Rechte und Freiheiten verliert. Im Internet tummeln sich Meldestellen, Kanzleien verdienen sich eine goldene Nase, weil es wieder Denunzianten im Lande gibt. Politiker verteilen Anzeigen am laufenden Band und im Hintergrund erdacht man immer mehr Gesetze, um die Menschen noch tiefer zu überwachen. Künstliche Intelligenz fügt eure Daten aus allen elektronischen Akten zusammen und bald gibt es nur noch kontrolliertes digitales Geld. Ihr macht euch Sorgen, weil ein paar Arbeitsplätze aktuell gefährdet sind. Es sind nicht ein paar, es sind nahezu alle. Die Wirtschaft bricht nicht zusammen, weil ein paar Politikdarsteller Fehler begangen haben. Sie folgt nur einem langen Plan. In spätestens 10 Jahren kann man nahezu jeden Arbeitsplatz dank Robotik und KI ersetzen.
Das Bankwesen, die Börse und vieles andere wird irgendwann zusammenbrechen. Vorher werden noch schnell die Gewinne gesichert. Dann stürzt man die Welt ins Chaos, um später wieder von vorne anzufangen.